Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Real-Life-Video. Ihr wisst es, einmal die Woche. Diesmal ein Vlog, wo wir beim Dodgeball-Event sind von Kevin, Revi, Amar. In Hamburg ist das. Melina ist mit mir. Sie holt sich gerade was zu essen. Wir werden dort das erste Mal ein Dodgeball-Event spielen mit 2000 Zuschauern. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel ich spielen kann. Wegen meinem Knie. Ihr wisst ja, ich habe einen Außenbandanriss. Der Arzt meinte, ein Monat Pause. Das ist jetzt 3 Wochen her. Lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Achso, ich blende euch mal jetzt mein Team ein. Was mein Team war. Wenn ihr das Video seht, hoffe ich, dass wir gewonnen haben. Of course. Hier wird es jetzt krachen. Wenn ihr das Video seht, ungefähr in 2 Wochen kommen die neuen Sorten raus. Vitavel T in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich brauche da euren Support. Ich habe verloren, aber sie hat eine Kooperation mit Skippo. Man kriegt 20 Karten von denen hier. Davon 7 waren Skippos. Guck mal hier bei mir. Ich hatte 12, 11, 8, 2, 12, 12, 10. Aber guck mal, du hattest 7 Skippos. Ich sehe es positiv. Du hast einfach nur ein Skippo-Spiel verloren und nicht deine eigenen Wintergames. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Es ist jetzt 12.30 Uhr. Wir müssen jetzt direkt runter, damit wir da schon in die Halle gehen. Ich weiß gar nicht, was wir da so früh machen, 3 Stunden. Ich glaube, so Shootings und sowas. Melina hat gerade gesagt, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir werden Marc sagen, wir werden eine Zeit betrinken und dann werden wir das testen. Vater, sein Vater. Auf Lock. Das soll aber wirklich sehr gut sein, ne? Eldos hat gesagt, dass es auch sehr stark ist. Also könnt ihr gerne mal abchecken, hier unbezahlte Werbung. Gin? Alkohol? Jetzt schon? Das ist hier, hier, wir haben hier auch was. Moin Eli, wir freuen uns, dass du beim Red Bull Game Boy Royale dabei bist und wünschen dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Event. Vielen und Dank. Die Kuss. Haben auch geschrieben. Und Melina. Ah, ja. Moin Elias und Melina, herzlich willkommen. Genießt eure Zeit in Hamburg. Ahoi. Spaß. Wow. Mit den Schuhen. Schieß mal einen rüber. Was denn? Noch mal ein paar Reflexe zeigen. Au! Play the ball, take the ball. Wow! Au! So, wir sind jetzt angekommen. Ich glaube, wir gehen Richtung Kabine. Ich komme an und Sidney Friede ist auf Klo. Bro, du hast irgendwas mit deinem Magen. Digga, darf man nicht kacken oder was? Digga, du gehst am Tag 7-mal kacken. Na und? Hier, das ist übrigens mein Team. Amar, ein Teamkapitän. 75, Bro. Attacke, Def, Fit, 69. Willi hat eine 85. Attacke, 65. Def, 90. Inscope, 70. Attacke, 40. Fit, 90. Ist das respektlos, ne? Ich habe eine 63. Attacke. Ich bin der schlechteste angeblich hier im Team. Fit, 60. Amar soll fitter sein als ich, Digga. Ist der drauf? Also wirklich, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, wer die Dinger hier gemacht hat. Wer ist das? Reason. Amar mit seinem Chat zusammen hat mir eine 60 in Fitness gegeben. Sydney 50. Bro, die denken, dass die fitter sind als wir. Vadjal. Jo. Vadjal, alles 99. Trimax mit Fitness 70. Das ist Fritter. Warum denn die 10? Wie uncool, dass du denkst, wir sind hier beim Fußball. Ich hab mich nicht ausgesucht. Jo, meinte Leute, gib mir bitte die 10. Meinst du, du kriegst die 97? Nein. Ja, da, 97 ja. Hab ich sogar. Sydney hat... Ich wurde disrespected. Wir haben 2 Größen immer bekommen. Sydney hat XXL. Und XL zur Verfügung. XXL. Ich hab L und M. Alter. XXL ist, glaube ich, das Größte, was man so... XL, das ist auch schon. Das ist eine XL? Ja. Aber kleiner. Ja, also L würde nicht. Ich hab eine L hier. Groß. Ich hab eine L hier. Wenn du, wenn du mal probieren willst. Wir haben jetzt hier Hugo getroffen. Und was hat er gesagt? Zu mir soll Banane. Wir sind jetzt hier in der Halle. Wir werden gerade die Regeln erklären. Also, hier gibt es so viele Regeln. Ich hab. Gut, Max! Gut, Max! Hugo springt dir die ganze Zeit durch die Gegend, ey. Kurz auf. Wir haben uns schon 3 Stunden geprobt und warm gemacht. Bist du gut dabei? Was bin ich? Bist du gut in Völkerball? Ja, ist okay halt, ne?
Geil. Du hast nur ein Skill-Rating von 62 bekommen. Ja, Digga, angeblich hast du mehr Fitness als ich. Wo bin ich hier gelandet? Sydney hat Fitness 50. Bist du gut im Völkerball? Ja, sehr gut. Ja? Oder? Ja. Aber Hugo ist auch richtig gut. Ich habe zu kleine Hände, um den richtig zu greifen. Guck mal, Max. Du so eine Hand brauchst. Ja, Digga, du kannst dies. Wirf das Sydney richtig doll ab. Sydney, Achtung! Ball, Sydney! Ah, ja, ja. Also Hugo, du machst dich langsam echt lächerlich. Was denn? Du bewegst dich da 4 Minuten draußen und lässt dich jetzt direkt durchkneten. Komm mal, klar, ehrlich. So, ich bin jetzt hier vertaped worden. Vertaped, dick, vertaped. Aber ich will auch eine lange Hose. Alle haben hier lange Hosen an. Das ist anscheinend Meter. Das soll hier Meter sein, weil man dann so rutschen kann. Das habe ich gar nicht beachtet. Man muss, wenn der Ball kommt, in der Rückwärtsbewegung sein. Und wenn er kommt, klein machen und dabei zurückspringen. Meistens kommt der Ball hier hin. Egal, ob er auf den Schenkel kommt oder auf die Brust. Du hast ihn dann. Also du bist der schnellste bei uns im Team. Oder Eli, wer ist schneller von euch? An dritte Linien Sprint. Guckt euch unser Team an. Das ist so eine Scheiße hier gerade. Ich schwör's dir. Mann, Max, ich sag dir den Call. Er ist der Schnellste, bis Willi da ist. Ich bleib hinten. Du kannst gut werfen. Amar kann gut werfen. Nico und ich sind da einfach da und können einigermaßen ausweichen. Werfen mal einen ab. Stylus kriegt da was organisiert und Willi kommt später und dann holen wir den Team. Ja, ja. Falls einer von uns rausfällt oder Willi doch zu spät kommt, haben wir noch Pedro Lombardi. Echt? Der ist auch sehr gut. Du bist in der Top 3 hier heute. Du bist Top 3 Spieler. Ich hab alle überprüft. Ich habe gerade 1 gegen 1 gegen ihn. Der ist schon echt sehr gut. Reason und Vadial sind in der ersten Runde Ballholer. Zwei müssen immer draußen bleiben und die sind gemein zu Vadial und Reason. Oh mein Gott. Max, du und Reason, du hast das Vorgespräch mitbekommen. Du hast das Vorgespräch mitbekommen. Wo du gefragt wurdest, wollt ihr ein paar Picks zünden? Ich meine, zu, wo kommt? Wir gehen nach vorne, machen ein paar Fotos. Kommt das erste Mädchen komplett an zu heulen. Die Mutter weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Sie fällt sich in den Arm und weint einfach und er ist völlig überfordert. Warum weinst du? Guck mal, das ist unser Aufwärm und das da ist deren Aufwärm. Das ist mein Team. Eli Jello, Mariallo. Sydney's T-Shirt ist schon gerissen. Was passiert? Er hat sich da reingezwängt. Ich finde, du sitzt. Wenn er Bock hat, wie viel Red Bull hast du getrunken? Einen halben? Ich hatte noch ein Käffchen. Digga, kannst du aufhören? Ey, sollen wir alle mal übertrieben viel Koffein reinpfeifen und gucken, was passiert? So Leute, ich kümmere mich um ein paar Vlog-Aufnahmen. Sprint-Skills dabei beiden. Eli in ganz heißer Erwartung. Und Eli hat doch schon wieder was vor. Oder hat er nur so einen Rückenmuskel? Da packt er ihn auf. Ja, das war ein hartes Stück Arbeit, Eli, aber du hast einen ganz besonderen Trick ausgepackt. Ich habe das früher mal in der Schule gemacht. Echt? Ja, ja, immer früher in der Schule beim Völkerball haben wir das auch immer so gemacht, weil die sehen ja dann nicht, wer den Ball hat. Clever. Daumenleben. Und Trinex fängt das Ding. Und die beiden da. Ackern richtig, aber Trinex, den habe ich in meinem Leben noch nicht so hoch springen sehen. Sehr schön, Max. Maxim und Fabian Siegesmund sind die zwei Letzten da. Los geht's! Oh, der Frittenfriede holt ihn sich mit der Hacke, sehr stark! Und jetzt startet Nova das erste Mal im Angriff. Oh, Amar fängt den und direkt der Finger zeigt. Und Rumata wird abgetroffen. Klassischer Headshot und dann auch noch auf die Brille. Alle drei Bälle jetzt in der Haus und was ein Wurf! Von Eli! So Freunde, 2 Spiele, 2 Wins bis jetzt. Wir haben jetzt noch 1 Spiel gegen Gelb und Willi kommt auch noch. Digga, Willi kommt ja noch? Keine Ahnung. Also wir haben noch 2 Spiele, Willi sollte noch irgendwie kommen. Wir haben jetzt glaube ich ein bisschen Pause. Dominante Performance. Ja, bis jetzt gut. Warte noch. Boah, guckt euch das an. Phoebe gegen Sid. In dem Fall eben Team Amar. Ein Team in der Defensive. Max Feld. Wer ist für Phoebe? Supportet sie mal. Jawohl, Hamburg, das macht ihr stark. Und guckt euch das an. Die Erfurterin. Ja! Phoebe! So, Freunde, ich weiß.
Shirt. Wir sind jetzt im Finale. Wir haben drei Spiele gewonnen, also 6 von 6 sozusagen. Und sind jetzt im Finale. Und Willi ist jetzt sogar auch gekommen. Willi Sommer ist jetzt auch da. Wir kriegen gleich, falls wir nochmal gewinnen, kriegen wir gleich noch einen Handball-Weltmeister. Ja, also hier ist wirklich... Steff, was sagst du dazu? Scheiße, dass wir Willi bekommen haben. Ihr seid Real Madrid und ihr seid alle Zweitliga. Jetzt startet das Finale. Es ist nicht Dortmund gegen Aue, es ist Revi gegen Amar. Junge, der ist fit, der ist ausgeruht. Sid und Amar greifen an. Amar, dessen Körpersprache mir sehr gut gefällt. Revi, jetzt ist man wieder zu 5. Wow! Die beißen sich hier richtig rein. Können sich ein bisschen mehr in die Tiefe des Raumes fallen lassen. Und Adi Totoro setzt zum ganz großen Schlag an. Nee, wieder zwei, denn es gibt den Revive. Steff Strobel und Hanipu greifen an. Und die können beide. Sehr gut ausgewichen von Eli. Treffer gegen Felix. Ist das hier wild? Anderthalb Minuten noch in Set 4. Ah, da wird sie doch getroffen. So, Freunde, Turnier ist zu Ende, wir haben gewonnen. Wir gehen jetzt noch alle zusammen was essen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Event ist mal was anderes als Fußball oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche E-Sport-Events. Wir gehen jetzt noch zusammen was essen. Ich nehme euch da mit. Kurz geht raus für die Einladung, hat mich sehr viel Spaß gemacht. So, wir sind jetzt hier im Restaurant. Hier sind 1 Milliarde Leute. Eddie Jello hat sich verletzt, mein Finger. Und sein Kopf, Leute. Und mein Kopf auch, ich habe richtig toll den Kopf gestoßen. Er hat sich gestoßen, Leute. Er hat übertrieben doll den Kopf gestoßen. Ah, Digga. Er hat gerade gefragt, genau so auch, haben Sie einen guten Rosé da? Ja, der nimmt öfters Wein und denkt dann, dass er erwachsen ist. Ah, jetzt bist du 25. Wein ist so, also Wein. Ich bin 25, ich bin mitten im Leben, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin will. Du bist jetzt 25 Jahre alt, du siehst die Welt mit anderen Augen. Eli, in einer Woche. Da habe ich noch nicht sowas gemacht. Also sie hat es auch gerade gesagt, langsam wird es Zeit für eine Beziehung hier. Ernst, ihr seid 25, ihr kommt langsam in die Jahre. Ihr müsst sie ja kennenlernen, ihr könnt ja nicht nach einem Jahr heiraten. Ihr müsst langsam euch sesshaft machen. Ich bin schon ruhig geworden, also bei mir geht schon in eine richtige Richtung. Wie ruhig? Du bist nicht ruhig. Ich bin seit 2 Jahren ruhig. Wer kann das nicht? Der Rauch riecht schon mal gut. Trocken. Leicht süß. Willst du einen Abgang? Ja, nimm, man kann einschenken. Sehr schön. Wir haben uns jetzt hier noch Wagyu bestellt. Eins der besten Steaks, die du dir eigentlich bestellen kannst. Ist lecker. Okay. Ja, die ganze Zeit über die Fortnite-WM. Ich weiß nicht, was Willi da die ganze Zeit vormacht. Melina und Lisa reden die ganze Zeit über Sims. Ich auch. Ja, so halb. Und Sidney und ich. Ich bin Sims-Spieler. Ich kannte immer noch die Cheats auswendig. Ja, ich kenne die Cheats immer noch. Der kann so teure Häuser bauen. Danke. Ich fand dein Boot nicht schön. Ja, danke. Ja, der Bootmann ist schön, ne? Fand ich auch. Der Burgmann ist schön. Ja, ich weiß, was du siehst. Und dein Fitnessstudio war auf dem Dach. Der Typ labert so viel Scheiße am Tag. Er fragt mich, ob ich glaube, ob Mücken Kumpels haben. Ob die, wenn die so fliegen, dann so neben denen eine Mücke, dann sagen die so, ey, wollen wir kurz da ins Restaurant gehen und gucken, ob da welche sind. Und er fragt die, ob die dann zusammen jemanden stechen wollen. Dass sie zusammen so, lass mal reingehen, da könnten Leute sein jetzt. Lass mal zusammen welche stechen gehen, Bro. Ja, lass die mal abstechen. Digga, Billy labert da die ganze Zeit. Keine Ahnung, wann. Hast du schon das neue Animal Crossing Update gemacht? Nein. Ich schon. Nintendo? Er hat mir die Switch wieder weggenommen. Ja, sorry. Ich
Eli! Ja, sorry. Wir hatten online. Ja, sorry. Ich bin wieder am Tüfteln für unsere Kinder. Mila. Die Namen. Malenia. Mila. Tochtername. Malenia. Enzo. Mila. Und Ezio. Ezio. Ezio, Malenia, Matteo. Ezio kommt mit einem Hinkebein auf die Welt. Das klingt wie Ez. Marianella und Matteo. Ich finde Malenia mit Abstand am geilsten von den Mädchennamen. Hier kracht. Halte ich auch fest. Nee, Pumpe. Wir sind die Letzten gewesen. Jeder sollte einzeln zahlen. Unsere Rechnung hat so 500 gekostet. Wie viel ist übrig geblieben mit meiner und deren Rechnung? Und was ich bezahlt habe? 1000. 1500 Euro waren hier noch offen und wir haben vielleicht unser Tisch, wir waren zu fünft, hat vielleicht so 500 gekostet. Ihr seid Arschgesichter, wenn ihr das seht, die nicht ihre Preise angegeben haben. Sag es nochmal. Du bist auch in der Tat der Einzige, dessen Videos ich geguckt habe. Sehr gut, alle anderen hier Quatsch gewesen. So, wir sind jetzt fertig mit Essen. Wo ist der Penny? Und hier sind wir jetzt auf der Reeperbahn. Digga, ich will zu diesem Penny jetzt mal retalk. Alter, hier ist das? Es ist Donnerstag. Wie sind die Leute hier drauf? Wie sind die Leute? Sie können hier raus. Sexhaus. Nein, nicht raus. Nein, ich habe Angst hier. Ja, ehrlich. Es kann echt sein, dass ihr hier abgestecht werdet. Ja, nein. Vor dem Laden raus. Da ist der Penny. Lol. Da ist der Penny. Es ist fucking Donnerstag. Paradies Point of Sex. Hier ist die Aftershow-Party, ganz konzentriert auf. Niemand weiß, dass wir da drin sind. Das ist der Kiez. Auf Donnerstagabend. Auf Donnerstag. Ich kenn's noch gar nicht. So, Freunde, das war's vom Vlog. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Nochmal danke an die Einladung, an die ganzen Reporter-Athleten. War sehr, sehr cool. Wir haben das Ding gewonnen, sind froh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen, euch ablenken. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, das war das Real Life-Video. Kuss geht raus.